heute gibt es endlich wieder ein PR-Update. Mein Motti ist jetzt, oh Gott, 2 Jahre und fast 2 Wochen alt. Schon oder 2 Wochen her. Ich erzähle euch jetzt, was die letzten, sagen wir mal, 3 Monate so passiert ist. Und die letzten 3 Monate standen eigentlich definitiv das Sprechen im Vordergrund. Also bei uns hat sie mit dem Sprechen die letzten 3 Monate einen Wahnsinnsschritt gemacht. Und es ist wirklich so, dass es von, wie man es immer sagt, ja, man kann es immer nicht glauben, aber es kommt wirklich von heute auf morgen. Und also sprechen tut sie richtig, richtig gut. Das war eigentlich, ich dachte, das war eigentlich immer so unser Problem. Aber mittlerweile Wahnsinn. Ich fange aber trotzdem von vorne an. Ich habe natürlich wieder mein Büchlein, was ich mir zurzeit echt gerne durchlese, weil hier habe ich wirklich jeden Monat aufgeschrieben, was so passiert ist. Und als erstes steht hier drin, am 26.07., das ist auch schon wieder 3 Monate her fast, hat Pia ihr großes Bettchen, sieht man jetzt nicht, ihr großes Bettchen bekommen. Also Babybett AD, großes Bettchen, haben wir von der Oma geschenkt gekriegt. Hat sie super angenommen, gleich als sie es gesehen hat im Zimmer, reingeschmissen, reingekuschelt und hat auch bestimmt 1 Woche, 2 Wochen sehr, sehr, sehr gut drin geschlafen. Dann von jetzt auf gleich gar nicht mehr. Jetzt denke ich, dass es wirklich nicht am Bett lag, aber zwischenzeitlich hatte ich wirklich das Gefühl, dass es am Bett liegen muss, dass es so schlecht schläft oder was weiß ich, was anderes haben wir nicht groß verändert, ja, außer das Bett. Wo wir auch schon zum zweiten Punkt kommen, denn wir haben es mit fast 2 Jahren geschafft, das Piechen mal bei der Oma übernachten zu lassen. Das erste Mal mit fast 2 Jahren bei Oma. Es war schrecklich. Meine Mutti war auch total entnervt. Ich habe fünfmal erklärt, wie sie das alles machen soll und wie es am besten. Und meine Mutti hat aber ihren eigenen Kopf, ja, meine Mutti, die hat immer schön zugehört und mir das Gefühl gegeben, dass, ja, und dann hat sie es wahrscheinlich trotzdem anders gemacht. Und Fakt ist, meine Mutti hat so ein Reisebabybett, so ein normales zum Hinstellen für nur so unterwegs, was ja eigentlich eine Art Gitterbett ist, also da kommt sie nicht raus. Und das Piechen hat tatsächlich die Nacht bei meiner Mama komplett durchgeschlafen, bis früh um 6 sogar. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe ihr dann unterstellt, sie hätte das Babyfon wahrscheinlich nicht gehört oder ja, ne? Ich konnte es nicht fassen. Ich war völligst entsetzt, wie das sein kann, dass das Kind woanders durchschläft. Und das war in einer Phase, als wir das Piechen zu Mama gegeben haben. Nee, das war in der Phase, wo sie noch gut geschlafen hat. Da hatte sie gerade ihr neues Bettchen, sie war gesund. Es war eigentlich der perfekte Zeitpunkt und deswegen gab es auch Kind zurück und wir haben es dann einfach gemacht. Da hat sie bis um 6 durchgeschlafen, genau. Das hat mich dann schon verwundert. Da habe ich gedacht, ne, wer weiß. Mittlerweile hat sie schon ein zweites Mal dort geschlafen und zwar in einer Phase, als sie richtig schlecht geschlafen hat. Die Phase ist auch erst seit 3 Tagen vorbei. Also wir haben bestimmt wirklich 2, 3 Monate. Na, 3 Monate. Fast 3 Monate jetzt eine richtig, richtig schlechte Schlafphase gehabt. Also wirklich wie Baby. Wie im Babyalter ganz schlimm. Wir haben das zweite Mal, als bei meiner Mama geschlafen hat, hat sie auch durchgeschlafen und zwar bis um 8. Bis um 8. Das gab es bei uns das letzte Mal vor einem Jahr und davor auch das letzte Mal vor. Also um 8 ist bei uns eigentlich, nicht eigentlich, um 8, nie. Um 5, 5:30 ist bei uns Aufstehenszeit. Zurzeit wieder um 5. Wieder durchgeschlafen bei meiner Mutter. Ich hatte 7:30 angefragt, hatte ich angerufen, ich sage, Mutti, hallo, ich wollte mal wissen, wie die Nacht so war, weil sie bei uns eben ganz, ganz schlecht geschlafen hat. Da hat meine Mutti dann nur so ganz leicht gesagt, du Mäuschen, also ich sitze seit um 6 hier in der Küche, Frühstückstisch gemacht und sie schläft noch. Ich dachte, ich falle aus allen Wolken. Ich sage, Mutti, du musst reingehen, die atmet vielleicht gar nicht mehr. Die schläft nicht, die ist vielleicht schon tot. Ist reingegangen und hat, während ich am Telefon war, sie ganz leicht angefasst und so und geweckt und da ist er dann mal aufgewacht, ist um 8, das Mäuschen. Reden wir nicht drüber. Wir haben uns den Kopf zermalmt. Wir wissen nicht, warum es dort so ist und bei uns nicht. Ich denke, es ist halt, weil es die Oma ist.
weil sie wahrscheinlich denken, mit der Oma kann ich so ein Heckmeck wie mit Mama nicht machen oder mit Papa. Und zwar das nämlich, nachdem sie 2 Wochen in dem neuen Bett geschlafen hat, super tipptopp, nachdem ging es los mit, ich will nicht übertreiben, aber bestimmt 20, 30 Mal ist sie aus ihrem Bett rausgekrabbelt und wollte zu uns rüber schlafen. Falls irgendeiner meine Videos noch nicht kennt oder Pias Schlafsituation, nein, wir können sie nicht einfach mit in unserem Bett schlafen lassen, weil Pia in unserem Bett nicht schläft. Seit Baby. Es hat noch nie funktioniert, dass sie bei uns im Bett geschlafen hat. Sie wälzt sich nur, sie krabbelt, sie turnt, sie steht auf, sie will erzählen, sie will Fernsehen gucken. Sie kann nicht schlafen. Es ist ein reinstes Gewälze und für uns drei nur unruhig. Es ist eigentlich nur ein Liegen und ja, mit Kindern müssen wir uns nicht vormachen. Kinder beanspruchen ungefähr 80% des Betts und 10% kriegt dann jedes Elternteil. Keine Ahnung. Es war schrecklich. Es war wirklich schlimmer als davor. Und es war dann irgendwann so, dass sie nicht mehr geweint hat in der Nacht, sondern sofort, wir hatten sie für sofort, als sie wach geworden ist, aufgestanden und wollte rüber. Teilweise war das dann schon, da waren wir noch nicht mal im Bett. So hat sie eine Stunde, 2 Stunden in ihrem Bett nicht schlafen und dann stand sie mit der Decke und mit ihrer Mini da und hat gesagt, Mama, rüber. Da, also wir haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen und wir haben am Anfang auch nachgegeben, weil wir einfach müde waren. Wir konnten nicht mehr. Wir hatten nach dem 10. Mal das Kind wieder in ihr Bett legen und dann hat sie natürlich geweint, weil sie nicht liegen bleiben wollte. Nach dem 10., 20. Mal haben wir sie dann einfach bei uns im Bett liegen lassen, was aber nicht hieß, dass wir geschlafen haben. Keiner von uns dreien. Es war wirklich furchtbar. Dann war es eine Zeit lang so, dass sie gar nicht mal alleine einschlafen konnte, was bei uns ja wirklich bis zu dem Zeitpunkt, also anderthalb, ein oder dreiviertel Jahr nie ein Problem, weil wir haben sie hingelegt zum Rausgehen. Da gab es keine Diskussion. Also nicht, dass wir das so wollten. Sie wollte das so. Es war ja eher so, dass wenn du sie noch hingelegt hast und mit ihr noch geschwatzt hast oder so noch gestreitet hast, da hat sie die Hand weg, sich umgedreht. Dann wollte sie ihre Ruhe haben. Und von heute auf morgen hinsetzen, Papa hinsetzen, Lalilu. Da musstest du noch teilweise eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Lalilu singen. Dann haben wir uns versucht, aus dem Zimmer zu schleichen. Bob war sie wieder wach. Also es war wirklich eine Katastrophe. Und dann hat sich das so eingeschlichen, dass man jeden Tag gesungen hat. Dann ist sie in der Nacht wach geworden. Da wollte sie dann auch, dass man singt. Oder sie ist eben versucht hat, 20 Mal rüberzukommen. Also es war eine Tortur. Und dann habe ich mir das Buch gekauft. Jedes Kind kann schlafen lernen. Es hat bei Instagram dann eine Riesenwelle geschlagen. Von mir aus kann auch jeder über das Buch denken, was er will. Jeder kann machen, so wie es da drin steht. Oder er macht es nicht. Ich werde jetzt hier, glaube ich, auch nicht erwähnen, ob ich es gemacht habe oder ob ich es nicht gemacht habe und ob ich es gut finde und ob ich es nicht gut finde, damit hier nicht nochmal so eine Diskussion entfacht. Wir machen einfach weiter beim Sprechen. Ja, hier ist auch, glaube ich, das Häufigste ist das Sprechen. Zu U7 wird ja der Zwei-Wort-Satz gefordert oder erwartet. Mit ungefähr 2 Jahren zu U7 sollte ein Kind 2 Wortsätze sprechen. Hat Pia auch kurz vorher angefangen, aber nur mit Hallo Mama, Papa sitzt, Papa da. Also so einfache 2 Wortsätze. Mittlerweile sind wir, glaube ich, schon bei 5 Wortsätzen. Zurzeit ist das Niedlichste, was mir so einfällt, da ist sie ja wieder, sagt sie. Wenn sie irgendwas länger nicht gesehen hat oder irgendeine Person länger nicht gesehen hat und die dann wieder sieht, dann sagt sie, da ist ja wieder. Das ist so niedlich. Ja, man merkt einfach, dass die Satzbildung einfacher wird, der Wortschatz wird immer größer, sie kann einfacher sich ausdrücken. Sie sucht sich auch verdammt schwierige Wörter raus, also Pittiplatz, ja, hier von Sandmännchen, Schmetterling, so eine Wörter, wo ich mir denke, kann man nicht mal einfach anfangen mit Messer, Gabel, Teller, Löffel? Ich meine, das macht sie auch, aber so, aber es sind Kinder, ja. Das, was sie für wichtig halten, das schnappen sie auf und dann können sie es. Und das, wo Mama und Papa denkt, es wäre wichtig, dass du das mal sagen könntest, das ist nicht so. Aber da mache ich mir mittlerweile gar keinen Kopf mehr drüber, oder sprechen gar nicht mehr. Ja, singen. Singen habe ich noch. Ich bin halt wieder schnell, wa? Wie viele Minuten habe ich? 11 Minuten schon, seht ihr? Singen tut sie. Vor sich hin und leidenschaftlich gern. Und es ist auch die schönste Stimme und die schönsten Lieder, die sie da singt. Das dauert manchmal schon seine Minuten, bis man merkt, ach, hier, alle meine Enten ist das gerade. Lalilu summt auch gerne vor sich hin. Was singen wir noch? Ja, Lalilu und alle meine Enten ist eigentlich so
Maya so ein bisschen, Biene Maya summt sie so ein bisschen mit. Aber es ist einfach total niedlich. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Mein Kind meint, die Treppen ohne anfassen zu laufen, wenn sie so einen besonders starken Tag hat und alles schaffen kann. Ich finde das gar nicht, ich halte sie immer hinten so an der Kapuze oder so mit der Hand so, aber sie meint jetzt, sie müsste die Treppen alleine laufen. Dann führt sie selbst Gespräche. Wenn wir diskutieren, zum Beispiel Pia, wir gehen jetzt aufs Töpfchen. Nein, dann sage ich doch. Nein, und dann diskutieren wir so hin und her. Im Endeffekt sitzt sie doch auf dem Töpfchen. Wir gehen dann immer, machen derzeit was anderes, weil ich kann sie ja nur wirklich alleine. Und dann hörst du immer, wie sie dann immer so da sitzt und sagt, nein, doch. Dann holt sie das alles wieder raus, das Jansi spricht, und arbeitet das nochmal durch. Das macht sie in verdammt vielen Situationen, dass sie ihn so nachäfft mittlerweile schon. Das ist dann teilweise erschreckend und einfach, meistens einfach nur übelst niedlich. Und man muss auch wirklich aufpassen, welche Wörter man jetzt benutzt. Also die bösen Wörter darf man jetzt wirklich nicht mehr sagen. Spätestens jetzt nicht mehr. Dann will sie alles selber machen. Wir wollen den Joghurt selber aufmachen. Wir wollen die Kiwi selber rausschälen. Wir wollen die Eier selber schälen. Sich selber anziehen. Und es ist einfach so, dass sie das nicht mehr trägt, wenn Mama das macht. Sie sagt dann immer, lass! Lass! Und dann will sie es selber machen. Also auch wieder typisch Mama, als typisch ich. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Windelfrei. Ja, wir sind seit, wir hatten zwischendurch wieder eine ganz schlimme Phase, da haben wir wieder am laufenden Band Hinterhosen geluddert. Also Kaka macht es eigentlich schon ewig nicht mehr. Jetzt sind wir wieder seit ein paar Wochen fast windelfrei. Also ich würde sagen windelfrei. Tagsüber sowieso, mittags schlaf's meistens. Nachts haben wir jetzt wieder angefangen, eine Windel umzumachen, weil sie ja durch dieses ständige Aufstehen und immer weinen und so, dann eben auch aus Protest, weil sie nicht in ihrem Bettchen liegen bleiben wollte, auch mit Absicht ins Bettchen gebuddert hat. Also sie hat sich dann hingesetzt, während wir ja erzählt haben, sie soll doch bitte in ihrem Bett schlafen, sie ist doch schon groß, hat sie ihn dann angeguckt. Oh Lulu, oh Mama Lulu. Da hat sie dann einen sozusagen mit Einlullern dazu gekriegt, da müssen wir ja wieder den Schlafanzug wechseln und das Bettzeug wechseln und so. Das hat sie eine Zeit, das war bestimmt eine Woche, wo sie das mit Absicht gemacht hat. Und da haben wir dann wieder angefangen, könnten wir eigentlich wieder lassen. Eigentlich könnten wir den Winter wieder abmachen. Ja, in dem Sinne, nachts brauchst du noch eine, die ist aber meistens früh eh leer. Aber für mich, um mir die Arbeit zu ersparen, habe ich nachts noch einen Winkel um, aber tagsüber gar nicht mehr. Wobei Pia so ein Heimscheißer ist. Am Baum draußen ist auch kein Problem, da wird auch gerne mal Kacke gemacht. Aber bei Oma, Opa, Tante und so auf dem Klo, so auf dem normalen Klo ohne Aufsatz und so, das ist ja nichts. Nee. Über den Schlaf habe ich ja auch schon geredet. Ach, hier habe ich mir noch aufgeschrieben. Kennt ihr das? Also das spielt, Pia spielt so gerne so Fingerspiele und so, also hier so kam ein Mann die Treppen hoch. Klingelingeling, poch, poch, poch. Guten Tag, Herr Nasemann. Das macht sie übelst gerne. Macht sie auch bei Lina übrigens oder bei den Puppen. Und dann, wartet, das ist der Daumen. Der schüttelt die Pflaumen, der hebt sie auf, der bringt sie heim. Und der Kleine, der isst sie alle auf. Das müssen wir auch so ungefähr 70 Mal am Tag machen. Also sowas fängt sie jetzt schon an, wo man, was sie auch dann auch mit anderen macht, also mit ihren Puppen oder bei Oma und Opa, wie sie das dann auch immer machen. Ja, jetzt habe ich so schnell runtergerattert, es sind trotzdem 16 Minuten. Als letztes habe ich noch ihre Maße, die sind aktuell. Schuhgröße hat sie jetzt 23, tendieren zu 24, aber ich würde sagen, da es noch nicht so kalt ist, ziehen wir noch die 23 an, und wenn es dann wirklich an die dicken Socken geht, holen wir die 24. Es ist 90 cm groß und wiegt 14,5 Kilo. Also der Kinderarzt sagt, aber es ist völlig im Rahmen, da sie ja schon immer, es ist mit 4 Kilo auf die Welt gekommen, dass sie schon immer ein proper großes Mädchen war. Ist das völlig in Ordnung. Außerdem hat man jetzt zwischendurch länger Magen-Darm. Da hat sie dann, da war sie auf 14 Kilo wieder runter. Jetzt sind wir so bei 14,5. Das ist schon ganz gut, wenn man so ein kleines Puffer hat. Ja. So, das waren unsere letzten Monate, unser Entwicklungsstand. Genau.
Und jetzt drehe ich noch ein Geburtstagsgeschenker-Video. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.